Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier in der Kategorie Großtraktoren euch heute hier den KISS Steigerer TST 650 Panda euch heute hier vorstellen. Kostet hier 210.000 Euro in Anschaffung und ist auch hier für die Konsolen hier verfügbar. 10.710 kostet der Miete inklusive. Wir haben hier eine Leistung von 650 PS, entsprechend hier 478 kW, manuelle Schaltung, 1457 Liter, Kraftstofftank, 25 km/h, 17,7 Tonnen. Wir haben den Reifen drauf von Lizard, ja, den Standard, dann gibt es das Ganze natürlich hier, wie wir sehen, ja, mit Zwillingsbereifung, dann Trelleborg mit Standard, das Ganze natürlich auch hier Zwillingsbereifung. Dann gibt es als nächstes hier PKT Standard Zwillingsbereifung, dann Friedestein Standard Zwillingsbereifung und wieder natürlich von vorne. Als nächstes haben wir hier vorne Zusatzgewicht. Ja, irgendwie schade finde ich, dass das nicht Farbwahl ist. Hier zum Beispiel in der gleichen Farbe natürlich oder in Schwarz. Dann gibt es ja Schild vorne und natürlich hinten hier, wie wir sehen, das Ganze. Dann gibt es hier Rundumleuchte. Dann die Windschutzscheiben kolorisierte, also mit ist dunkler, das ist Geschmackssache. Warndreieck gibt es natürlich hinten genauso. Und natürlich Kennzeichenwahl, so wie du es natürlich gewohnt bist. Ja, ich habe das Ganze mal schon zweimal gekauft. Einmal jetzt hier so her und einmal so, wie wir sehen. Hier sehen wir die kompletten, also Verschleiß und natürlich hier Verschmutzung. Ups, jetzt komme ich hier vorbei, ja. Hier natürlich unsere Kupplung. Leider haben wir, wie wir sehen, hier nur also Zugmaul, ja, für große Gerätschaften. Da können wir uns jetzt auch noch schnell was kaufen, würde ich mal sagen. Schauen wir, was wir hier in der Kategorie Gruppe natürlich haben, was wir hier entsprechend anhängen können. Nein, der geht hier nicht. Was damit DPS? Der ist ein bisschen knapp dran. Was ist hier mit dem Förderstand? Ja, also der geht hier von der Kupplung, ja. Und hat 450 PS benötigt an Leistung. Also da können wir uns das Ganze hier natürlich dann testen. Wie wir gesehen haben, jetzt der Schlüssel ist animiert. Schalten wir nochmal aus. War nur einmal, glaube ich. Wie wir sehen hier, Hebel. Ist alles hier animiert, soweit das. Ist hier, wie man sehen, ja auch ein Knicklenker. Also, ich bin da nicht so ein Freund, so her oft, wie man so sieht hier. Ja, mit den Knicklenkern. Früher bin ich gerne mal den K700 gefahren. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen. Ja. Können wir uns andocken. Da sehen wir jetzt, die hier Schläuche sind schon mal angeschlossen. Zwei hat er nicht genommen, also das ist die Druckluft. Wir können natürlich nachher noch also anderes testen, aber ihr habt jetzt nimmer hier mal den hier 25 km/h soll er machen. Ja, da fahren wir gleich mal hier hinten mal aufs Feld mal rauf. Mal schauen, was er macht, natürlich. Oh, der geht noch weiter. So, schauen, oh, ob ich das gebacken kriege natürlich. So, jetzt hängt mal das Gerät, mal schauen, ob die Leistung reicht. Dann gruppern wir mal die Kartoffeln einfach mal unter, statt zu ernten. Und schauen mal, wie er das macht natürlich. Jetzt schalten wir mal den Helfer ein. Schauen wir, wie der mal mit den Helfer arbeitet. Ich bin immer so interessiert von den Knicklenker. Also seine Arbeit macht er relativ ganz gut.
Ja, also wie man sieht, hier macht er das ganz Gute hier mit seiner Tätigkeit. Jetzt schalten wir mal aus. Wir machen jetzt hier an der gleich hier unser Lichttest. Wir können noch probieren, dann nachher noch den Kugelkopf mal anhängen. Das wollen wir jetzt gleich eigentlich machen, weil wir haben ja nicht viel Auswahl. Also wir haben jetzt hier natürlich unseren Hitchhaken getestet. Da können wir jetzt natürlich hier schauen, ob wir mal hier einen Kugelkopf anhängen können. Ja, das wäre rein theoretisch ein bisschen unrealistisch, aber das ist eigentlich ja eh egal, es ist ein Spiel. Ja, wenn man sehen, den Kugelkopf nimmt es sogar auch. Er hat hier zwar keine Zapfwelle, wie wir sehen, aber der Modder hat also gedacht, ja, tun wir den auch eintragen, dass er den Kugelkopf auch nimmt. Das ist ja ideal, würde ich mal sagen. Für Leute, die was gerne natürlich nicht unbedingt als sich was raussuchen möchten, dass sie dann entsprechend natürlich hier das Gerät verwenden können. So. Und Umleuchte. Mal schauen wir mal. Die funktioniert schon mal. Blinker. Hat da, wie wir sehen, vorne, hinten. Reflexion fehlt hier am Boden. Vorne beim Traktor haben wir es, aber hinten haben wir es nicht. Einmal Left schalten. Bremslicht. Ja, da fehlt auch die Reflexion am Boden. Fehlt auch die Reflexion, finde ich. So. Hinten haben wir Numbit 5. Vorne, wie wir sehen, hier, das Ganze ist mit Numbit 6. Mit Numbit 5 natürlich. 1, 2, 3. Wir haben ja auch noch hier das eine Licht noch mit dabei. So, jetzt schauen wir mal nach vorne. Linker Kontrolllampen. Einmal Left geschalten. 2, 3, 4 und 5 natürlich. Wir haben sonst nichts Aufregendes hier also drin. Also ich finde es relativ einfach gestrickt, muss man dazu auch noch sagen. Toll finde ich natürlich die Animation hier drin. Das schalten wir mal aus. Also, jetzt sieht man, dass der Schlüssel also ausschaltet. Also nachhinein. Das ist ein bisschen spät, muss ich wirklich sagen, als die Animation. Jetzt schaltet man ein. Jetzt schaltet man aus. Also es verzögert. So von Ausschauen her, finde ich, sieht er nicht schlecht nicht aus, muss ich dazu auch noch sagen. Das ist für Leute, was gerne sowas natürlich verwenden möchten. Ja. Finden daher etwas interessant. Er könnte natürlich eine Nacharbeitung, finde ich, haben mit also der Rückleuchten her. Also das rote Licht natürlich, nicht die Arbeitsscheinwerfer. Die Reflexion am Boden, natürlich die Blinker, natürlich auch. Das wurde ein bisschen vernachlässigt hier bei diesem Modell, finde ich. Ja, schauen wir uns natürlich hier noch unsere Logdatei mal an. Schauen wir mal, was unsere Logdatei sagt. Ob der hier logfehlerfrei ist. Wir haben hier unseren Steiger, also er ist logfehlerfrei. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut so wieder rein. Würde ich mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.